Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines Snowfall DLC hier bei Heisenberg zockt. Und es schneit und schneit und schneit und wir haben einen Schneesturm und verschneite Straßen. Müsste da jetzt nicht die Meldung kommen? Bitte nochmal ein paar so Straßendinger hinstellen? Offensichtlich nicht. Das würde dann ja im Umkehrschluss heißen, es reicht, was wir haben. Zumindest was wir im Moment haben. Was wir auch haben, was noch in einem Kommentar stand, das ist allerdings schon ein bisschen her. Das ist hier eine Autobahnausfahrt, die keine Einbahnstraße hat. Das ist eigentlich natürlich eher falsch, wenn man das genau mal betrachtet. Eigentlich ist es egal, es fährt eh keiner rauf, weil hier oben Einbahnstraße ist. Aber wenn wir jetzt gerade hier sind, wisst ihr was, dann machen wir das doch mal ganz kurz mit Ändern. Was haben wir denn hier für eine Straße? Ich glaube, das war dann eher diese dicke. Machen wir Einbahn mit Bäumchen. Zack. So, und jetzt hier eigentlich in die andere Richtung ebenfalls. Moment, oder habe ich das jetzt schon? Nee, habe ich nicht. Jetzt gehen die Fragen wieder los. Warum geht das nicht? Hier ging es doch auch. Ja, weil du eine dünnere Straße bist. Okay. Akzeptiert. Da haben wir keine Einbahn. Müssen wir die nehmen. Das wäre dann aber Einbahn in die Richtung. Wie mache ich das denn, wenn ich das jetzt nicht ziehen kann? Ah, mit rechts. Nee, mit rechts kann ich ändern, dass die Einbahn in die andere Richtung geht. Aha, jetzt haben wir es so. Wenn ich es jetzt ändere. Jetzt haben wir es. Okay, das sieht man den Pfeilen an. Hier geht's rauf. Hier geht's runter. Und hier haben wir eine Kreuzung. Beziehungsweise eine Kreuzung. Logisch haben wir eine Kreuzung. Wir haben Ampeln. Das ging so. Genau. Wir machen hier mal Vortritt. Vortritt, kein, kein. Und hier eigentlich das Gleiche. Nee, das ist genau falsch rum. Moment. Stopp, nein. Stopp. Braucht ihr nicht. Wobei, Moment, wo, das kommt einfach von hier hinten. Ja, wir machen es mal so. Dann haben die Vortritt. Gut. Akzeptiert. Wie komme ich hier wieder raus? Mit Escape? Nein. Mit Escape komme ich gleich ganz aus dem Spiel. Warum fährt er nicht? Der hat doch jetzt eigentlich hier Vortritt. Ich muss mal nochmal kontrollieren. Ja, eigentlich hätte er Vortritt. Wir haben hier noch nichts geschrieben gehabt. Moment. Also, das ist auch. Das ist so. Das macht dann mit dem hier keinen Sinn mehr, wenn hier Hauptstraße ist. Ist mir aber egal. Wie komme ich jetzt raus? Indem ich hier wahrscheinlich hier oben raufklicke. Genau. Schon wieder was gelernt. Beziehungsweise wusste ich schon. Ging halt vergessen. Okay, brauchen wir irgendwas? Oh ja, wir brauchen Industrie. Wir haben doch hier hinten... Wisst ihr was, wir machen mal hell. Wir haben doch hier hinten eigentlich Bauernhöfe. Aha, schon sieht das doch ganz anders aus. Der Sturm scheint sich auch ein bisschen gelegt zu haben. Aber jetzt haben wir hier das Problem mit den Straßen. Genau das habe ich gemeint. Da brauchen wir tatsächlich hier nochmal eine Schneedeponie oder eine Straßenmeisterei. Was war gerade nochmal der Unterschied? Schneepflüge, das klingt schon mal gut. Machst du irgendwie Krach? Oh Gott, ein bisschen ist gut. Macht Fettkrach, aber wir brauchen hier auf dieser Seite, brauchen wir so ein Teil. Das hilft nichts, wir müssen das hier hinstellen. Dann haben die Leute halt ein bisschen Krach, die haben sowieso Krach, die leben an der Autobahn. Das ist dann halt so. Haben wir gerade nochmal irgendwo ein Problem in dem Sinne? Denn, ja, hier hinten. Aber die sind halt zu groß, die Teile. Wisst ihr was, wir machen den mal noch... Machen die mal hier oben hin. Dann können sie da über die Brücke rüber. Wir könnten hier eigentlich auch noch eine Verbindung schlagen. Sonst haben wir eine einzige Brücke hier? Ne, hier unten nochmal. Aber dann fehlt hier noch eine Brücke. Werden wir machen. Jetzt möchte ich aber nochmal schnell gucken, was macht denn die Straßenmeisterei genau? Wenn sie nicht im Einsatz sind, parken Straßen... Im Straßenmeisterei. Die Straßeninstandsetzung verbessert Straßen auf großartigen Zustand. Okay, das ist dann sowas wie die Steigerungsform von dem hier. Würde ich mal sagen. Oh, die haben keinen Strom. Kriegt er. Wir sind ja keine Unmenschen. Einmal hier rüber. Und dann sind da die Gebäude weg. Und so viel zum Thema, wir sind keine Unmenschen. Jetzt haben wir gerade welche heimatlos gemacht. Gut, hast du Strom? Du hast Strom. Und Wasser und Heizung hast du auch. Da sind wir beruhigt. Also kommen wir zurück zum ursprünglichen Gedanken. Das war hier hinten, genau. Oh, jetzt haben wir hier aber auch ordentlich Schnee auf den Straßen. Da können wir ja mal ein bisschen näher ran. Ja, das ist nicht mehr sehr lustig, wenn man hier fahren muss. Das glaube ich. Da nützen dann auch die besten Winterreifen nicht mehr viel. Gut, dann kriegt ihr auch noch so ein Teil.
Da lassen wir uns nicht lumpen. Waren wir doch gleich mal hier in die Nähe der Autobahn. Das gute Stück. Das hat aber hier eigentlich auch keinen Strom. Die da haben kein Wasser. Aha, gut. Da kriegt er Heizung. Da ist ja das Wasser inklusive. So, machen wir mal da hoch. Und die haben tatsächlich keinen Strom. Dann kriegt er hier auch noch so ein Teil. Wo holen wir das am besten? Hier hinten. Strom selber haben wir... Aha, das kann ich tatsächlich rüberbauen über die Autobahn. Das ging gerade. Moment. Hier. Ja, dann machen wir das. Wie sieht das dann aus? Ach, okay. Einfach mit dem Strommasten in der Mitte. Ja, das macht natürlich durchaus Sinn. Eben, Strom haben wir genug. Stromerzeugung. Wir haben hier ja so ein Riesenteil hingestellt. So ein Gas. Oh, es brennt. Feuerwehr. Ja, sieht eher schlecht aus. Hier hinten haben wir natürlich überhaupt keine Feuerwehr. Jetzt müssen wir mal... Was haben wir denn an Geld? 1,5 Millionen. Okay. Da können wir uns eigentlich auch mal noch was Teureres leisten, würde ich vorschlagen. Wo ist ja eigentlich relativ schnuppe? Zum Beispiel hier oben. Die Brücke darf ich nicht vergessen. Die wollte ich noch hinstellen. Und hier brauchen wir noch eine Feuerwehr. Und wo brauchen wir noch eine? Hier oben ist okay, aber hier könnten wir noch eine brauchen. Wenn wir die noch hinkriegen. Jetzt müssen wir aber doch aufpassen. Wenn wir natürlich 10 Stück von denen bauen, dann haben wir 600.000 weg. Das kriegen wir dann doch zu spüren da unten. So, du kommst dahin und da freuen sich alle. Sehr schön. Gut, Brücke haben wir gesagt. Gehen wir mal raus. Gehen zu den Straßen und dann werden wir eben wegen der Industrie noch schnell gucken. Wo wollten wir denn jetzt die Brücke hinhaben? Ach, beim Kanal. Nicht über den Fluss, sondern über den Kanal rüber. Was machen wir denn? Das darf eigentlich ruhig auch ein bisschen breiter sein. Wobei, übertreiben würde ich nicht. Ich würde es mal so machen. Und dann gucken. Hier oben haben wir. Hier unten haben wir. Dann wäre es eigentlich naheliegend, dass wir das hier noch machen. Allerdings nicht mit ändern, sondern mit dem hier. Mal gucken, ob wir rüberkommen. Das ist wahrscheinlich schlicht und einfach wieder zu wenig Platz, würde ich behaupten. Ja. Hier haben wir noch eine Straße. Wenn wir hier in die Höhe gehen... Das würde uns aber die Häuser dort kosten. Und ich sehe wie doof hier von dieser Quartierstraße aus darüber. Gefällt mir nicht. Wenn, dann von hier. Aber eben, wenn wir den Platz nicht haben, dann kann mir das da das andere 10-mal nicht gefallen. Es funktioniert dann halt einfach nicht. Wir brauchen mehr Platz. Wir machen die Auffahrt hier. So, in die Höhe. Hier rüber. Hier rüber. Und hier gern wieder runter. Und dann hier rein. Zack. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, irgendwie ein Bus-Ding gekillt. Aber das regelt sich ja wieder selber. Gut. Ist das normal hier oder ist das eine Einbahn? Nein. Das ist... Halt. Nee, ist keine. Ich dachte gerade für einen Moment, oh, oh, ist auch eine. Aber nö. Gut, dann haben wir hier nochmal eine Verbindung. Eine auch relativ eigene. Hier mit dieser komischen Kurve. Aber das ist okay. Gut. Jetzt brauchen wir von allem was. Das ist ja wunderbar. Und die brauchen noch Wasser. Tatsächlich. Machen wir hier auch nochmal einen rüber. Zack, hier rein. Das passt. Und jetzt hier ganz rüber. Denn hier, ja, sieht man. Da entstehen schon die ersten Felder und so weiter. Was machen wir denn? Machen wir generische Industrie oder machen wir was Spezialisiertes? Hier vielleicht nochmal ein paar Bauernhöfe, würde ich vorschlagen. Da müssen wir nochmal schnell gucken, was wir hier genau haben an Naturrohstoffen. Ja, jede Menge. Hui. Hier, hier und hier auch noch. Den ganzen Weg rauf. Dann werden wir das hier mal zu machen, sozusagen. Machen wir Bäumchen. Bäumchen, Querstraßen. Mal irgendwie so runter. Dann hier an die Autobahn ran. Hier an die Küste ran. Dann hier so rauf. So, während sie draußen wieder irgendwas bohren und die hören mit der Straße nicht mehr auf. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe oder ob ich das bei Trainfieber oder Transportfieber erzählt habe. Aber eben, die sind seit 3 Monaten am Bauen hier. Genau vor meinem Fenster. Und jetzt irgendwas sind sie wieder am... Keine Ahnung, ich höre nur die ganze Zeit... Ich hoffe, man hört das auf dem Video nicht. Ich kann es noch immer wieder sagen, sonst wirklich sorry.
ich gehe mal davon aus, spätestens aufs neue Jahr hin haben sie es dann vielleicht tatsächlich mal geschafft, dass das Ding funktioniert, was sie da hinstellen wollen, dass sich irgendwie Straße schimpft. Gut, jetzt haben wir hier ordentlich was gemacht. Da können wir ordentlich auffüllen. So, hier und hier und hier. Alles schön zupinseln, wie sich das gehört. Und Wasser und Co. gibt's natürlich. Strom solltet ihr haben. Würde ich mal meinen. Oder doch nicht? So, irgendwie? Nö. Gut. Gucken wir. Ach, die hängen natürlich hier nur an diesem Dingens. Das ist dann vielleicht wahrscheinlich ein bisschen wenig. Wir müssen das mal noch mit dem Festland verbinden, damit die auch davon profitieren. So, und ja. Ich hoffe echt, man hört es nicht, aber ich kann halt nichts machen. Ich muss aufnehmen, wenn ich die Zeit habe dafür. Und die habe ich gerade. Und abends habe ich dann keine Zeit mehr. Das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Abends, wenn es dann ruhig wäre, dann habe ich keine Zeit. Ich habe dann auch noch andere Sachen leider. Gut, jetzt haben sie Strom von da hinten. Sprich, von unserem Hauptnetz. Oder auch nicht. Moment. Doch, das hängt hier zusammen. Geht hier hin und hier haben wir dann das Hauptnetz sozusagen. Doch, doch, das passt. Gut. Dann können wir das stehen lassen. Man sieht auch, die Stromzeichen sind weg. Aha, euch fehlt Wasser. Könnt ihr haben. Ziehen wir hier runter die Heizung. Und hier rüber. Und dann hier noch quer. Ja, und diesen Knubbel hier, den lassen wir mal für den Moment. Jetzt muss ich schnell gucken. Stadtteil. Ja, das ist alles deklariert hier als, wie hieß es gerade nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Warum ist das denn hier nicht angeschrieben? Wenn man hier auf Stadtteile geht, müsste doch eigentlich hier irgendwo stehen, wie das heißt. Ich sehe hier nur das Ding hier zum Fontraktor. Wahrscheinlich weiße Schrift auf weißem Grund. Das hat noch nie wirklich funktioniert. Spezialisierungen, Landwirtschaft. Ja, das passt. Können wir stehen lassen. Dann müssen sie hier einfach agieren, sozusagen. Jetzt brauchen wir noch Wohnungen und Gewerbe. Da, jetzt haben wir schon wieder Nacht. Machen wir nochmal Tag. Morgens um 6. Guck mal, was das dann hier gleich für eine Stimmung gibt. Was haben wir hier? Hier ist irgendwas nicht angeschlossen. Hauptresidenz, okay. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwie U-Bahn könnte das natürlich sein. Hat hier die U-Bahn ein Problemchen? Wir sind hier gerade bei der... Ist das die U-Bahn? Jawohl. Nee, eigentlich nicht. Bus? Ja, man sieht die Linien nicht. Da ist irgendwas. Liegt da im Argen. Aber hier oben... Hier oben geht ja die Linie durch. Also, da ist eigentlich nichts in dem Sinn falsch. Und ist nur dieses einzelne Teil. Nee, hier hinten ist nochmal was. Hier ist es definitiv. Bei der U-Bahn. Ist das die U-Bahn? Doch, doch, das ist die U-Bahn. Hier ist nichts zu sehen, dann muss es die U-Bahn sein. Warum haben wir jetzt hier plötzlich ein Problem? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwas abgesägt hätten hier. Der Bus fährt. Die Linie ist eigentlich abgeschlossen. Wenn ich mir das hier so ansehe. Ach, jetzt haben wir hier diese Mod drin. Bei der ich schlicht und einfach noch nicht genau rausgefunden habe, wie das funktioniert. Near Lines. Blablabla. Oh Gott. Ja, machen wir mal zu. Das Zeichen ist aber immer noch da. Ach, ist hier noch eine Straße? Oder was möchtest du uns zeigen? Nein, das ist keine Straße. Das ist die U-Bahn. Komisch. Haben wir hier irgendwie mal eine Linie angefangen, mit der wir dann nicht mehr weitergemacht haben? Neue Linie hinzufügen? Nö. Haltestelle? Nö. Ich möchte gerne diesen Fehler hier löschen. Und aber jetzt nicht die ganze Linie löschen, natürlich. Hier oben haben wir den gleichen Käse, okay? Aber die Linie ist ja eingezeichnet. Ich sehe jetzt nicht ganz, was hier nicht stimmt. Jetzt haben wir was weggenommen. Hier haben wir nochmal eine Röhre. Und hier unten haben wir doch eigentlich... Haben wir hier unten nicht einen Haltepunkt? Irgendwie die hier stimmt das mit der Linie nicht. Jetzt, was habe ich denn jetzt gelöscht? Oder irgendwas habe ich nicht fertig gemacht. Wenn das hier natürlich nicht eingezeichnet ist,
Wir wollen eigentlich mit der U-Bahn noch nach hier und nach da. Und deswegen haben wir hier eine U-Bahn-Station gebaut. Das ist eben gar nicht U-Bahn hier, das. Das ist wahrscheinlich der Bus. Aber da müssen wir doch... Oder wo haben wir denn die Station? Da ist ja die Röhre nicht mal richtig. Aber ich habe hier auch keinen Anhaltspunkt oder... Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wollte ich hier vielleicht eine U-Bahn-Station machen und habe die aus irgendeinem Grund dann nicht gemacht? Wenn man das jetzt wüsste. Guck mal, wo ich die hinkriege. Also am sinnigsten wäre hier. So, dann können wir hier nämlich... Ja, können wir doch nicht. Ach, komm jetzt. Irgendwie müssen wir doch hier reinkommen. Sind wir zu nah dran? So geht's. Gut. Und hier in die andere Richtung geht's wahrscheinlich gar nicht, weil wir zu nah am Ufer sind, noch zu Allmählen. Kommen die in die Richtung? Können die so eine Kurve machen? Da fährt tatsächlich schon eine U-Bahn los. Die hat noch gar keine Linie. Hallo. Wir machen jetzt mal eine Linie. Von hier. Ah doch, das geht. Wobei, jetzt habe ich das hier abgeschlossen. Aha, okay. Ich irgendwie aus... Was habe ich denn da gemacht? Ich müsste mal nochmal das alte Video sehen. Aus irgendeinem Grund haben wir hier die Linie nicht verbunden. Oder wir haben es wieder aufgelöst. Aus irgendeinem Grund. So, und jetzt wieder zurück und dann haben wir es. So, Linie abschließen. Und schon passt das. Gut, jetzt haben wir es eigentlich so, wie wir es wollten. Hier außen ging es ja nicht. Das Problem kennen wir ja mit dem Kanal. Ja, okay, passt. Haben wir hier unten nicht aber auch noch irgendwo eine U-Bahn-Station gemacht? Doch, hier hinten sieht man es, hier haben wir die Röhre. Da haben wir aber noch, da haben wir auch keine Linie. Da haben wir aber auch keine U-Bahn mehr. Ich habe den leisen Verdacht, wisst ihr was? Ne, die Mod ist noch da. Ich wollte gerade sagen, da hat sie wieder eine Mod rausgeekelt irgendwie. Das hatten wir schon mal im Hauptspiel. Also was heißt Hauptspiel? Ja, im Hauptspiel, doch, doch, das ist ein DLC hier. Da hatten wir das doch auch mal, dass die Bahnhöfe weg waren. Aber wo sehe ich denn, wo wir Stationen haben? Wir haben hier keine Station. Ich habe doch hier Stationen gebaut, sonst hätte ich doch nicht die Röhren verlegt. Oder was habe ich denn da zusammengespielt? Heiliger Heisenberg. Naja gut, so heilig. Ne, so heilig ist er dann doch nicht. Das war mehr ein Ausruf der Verzweiflung. Wo kann ich dich hinmachen? Ich würde schon gerne eine Verbindung haben, wenn wir hier schon eine Röhre gezogen haben. Ah, da fehlt uns wieder das Land. Okay, das kaufe ich jetzt aber nicht für diese Strecke. Wir machen das Ding mal hier hin. Jetzt hoffen wir, dass wir hier reinkommen. Jawohl, kommen wir. Gut. Und in die andere Richtung. Ist ja schon nicht so, dass wir hier Haltestellen haben. Und ich sehe die einfach irgendwie nicht. Weil die nicht richtig eingezeichnet sind. Das müsste sich ja hier, wenn ich das eingestellt habe. Ja, dann sieht man da, dann ist es da grün. Gut. Heieiei. Wo machen wir dich hin? Dich machen wir hier hin. So, einmal verbinden mit der Röhre zuerst. Geht nicht. Geht doch. Sauber. Linie. Wäre von hier nach hier oben. Und den ganzen Spaß. Einmal wieder zurück. Zack. Und schon haben wir sie. Und hier rauf kommen wir ja leider nicht. Da eben der Kanal im Weg ist. So, jetzt müsste es hier doch aber... Ne, irgendwas haben wir hier immer noch. Heiliges bisschen. Was stimmt denn jetzt nicht, wenn ich hier mal rechts klicke? Irgendwas stimmt nicht. Ich möchte hier das Zeichen weg haben. Vielleicht bei Bus? Nö, auch nicht. Hier haben wir Bus. Geht auch nicht. Da sieht man doch, da blinkt es immer noch. Was kann denn jetzt da noch blinken? Das ist ja die Linie. Hier blinkt es auch, hier unten. Dann haben wir hier, ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben hier eben doch irgendwie einen U-Bahnhof. Und irgendwie hat es den geschluckt. Warum auch immer. Denn das ist doch einfach merkwürdig. Wir haben doch eigentlich hier was gebaut gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich sehe hier auch nichts. Aber dann müsste man doch jetzt, wenn man hier bei der U-Bahn... die war hier oben. Auf die Linie geht, dann müsste man doch das jetzt hier, genau, weg. Okay, das hat geklappt, aber das hier hinten ist jetzt wahrscheinlich noch. Oder haben wir es jetzt auch weg? Wir haben es auch weg. Halleluja. Ich habe tatsächlich den Verdacht, dass hier wieder irgendwelche Mods verschwunden sind. Das ist dann halt das Risiko natürlich, wenn man mit Mods spielt.
Wenn der Modersteller die zurückzieht und, keine Ahnung, löscht bei Steam, dann kann es natürlich gut sein, dass die dann nicht mehr eingebunden sind im Spiel. Das hatten wir ja eben, wie angesprochen, bei den Bahnhöfen. Ja, gut, haben wir das aber gelöst jetzt. Jetzt haben wir hier unten aber dafür eine Ansammlung an Nachfragen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier genau was machen. Hier haben wir eben die Landwirtschaft, die haben keine Arbeiter. Das würde ich dann so weit ändern wollen, dass wir hier eben noch Wohnungen hinmachen. Hier oben, was haben wir hier? Hier haben wir generische Industrie. Vielleicht nicht ganz so clever, hier Wohnungen hinzumachen. Ich mache jetzt doch mal hier noch welche. Das wird sowieso nicht reichen. Dann können wir hier nämlich auch noch ein bisschen Gewerbe hinmachen. Brauchen wir ja auch. Davon gleich mal dicht besiedeltes. So, gut, habt ihr alle? Wow. Was war das? Katastrophen-DLC ohne zu kaufen. Ohne es zu kaufen. Nein, war nix. Einfach ein Blitz. So, Wässerchen, Heizung. Hier, bestens, passt. Zack, einmal noch hier rauf. Die hier hinten haben, die haben eben immer noch keine keine Einwohner. Ja, ja, genau. Nee, keine Arbeiter. Aber da hat auch noch eine Röhre, wenn es unbedingt sein muss. Sollten sie aber bekommen. Wenn die hier hinten dann gebaut haben, sie sind eh schon fleißig dran, dann sollte sich das regeln. Ich denke, über die Brücke werden sie kommen. Und sonst müsste man hier halt auch wieder noch eine Busverbindung installieren. Haben wir ja wahrscheinlich nicht. Nein, wir haben keinen Bus. Dann könnten wir einen Bus brauchen. Dann will ich aber noch warten, bis wir hier unten noch ein bisschen mehr gesiedelt haben. Hier kommen ja auch noch überall Sachen hin. Hier oben haben wir aber jetzt gesagt, hier ist Agrarwirtschaft gefragt. Aber hier unten zum Beispiel noch ein paar Wohnungen. Hier zum Beispiel ans Ufer. Hier haben wir ja keine Rohstoffe. Moment. Nein, nackiges Land. Hier haben wir noch ein bisschen Wald. Da könnte man noch ein bisschen was machen. Zumindest hier bei diesem Zipfel. Dann würde ich hier die Wohnungen hinmachen. Das machen wir jetzt gleich mal noch. Dass wir hier ein paar Straßen hinstellen. Und zwar gleich mal hier, damit es da noch ein bisschen mehr Stau gibt. Nein, damit wir halt hier ein bisschen an die Autobahn rankommen. So, hier wieder runter, der Küste entlang. Hier schön mit der Eisenbahn über der Rübe. Und dann geht das hier zurück. Da ist halt wieder die Autobahn, da können wir nicht rein. Da müssen wir wieder hier hoch. Dann geht das hier zurück und dann geht das da rein, würde ich mal sagen, in die Ausfahrt rein. Okay, ist schon eine interessante Konstruktion hier unten. Also was ich da zusammengebaut habe. Aber es funktioniert. Im Gegensatz zu dieser komischen U-Bahn-Geschichte, die wir da gerade hatten. Ich weiß beim besten Willen nicht, an was es lag. Aber mein Verdacht ist halt eben, wie gesagt, dass da irgendwelche Mods verschwunden sind und dann waren die Bahnhöfe weg. Sonst schreibt es doch in die Kommentare bitte, wenn ihr wisst warum, dann schreibt rein, Heise, du Trottel, du hast vergessen, die Bahnhöfe hinzustellen. Dann weiß ich es auch. Gut, jetzt Wohnungen. Brauchen wir noch? Doch, wir brauchen noch. Wir machen hier mal dicht besiedelt. Bei der Autobahn, da machen wir, hier mal noch einen Riegel Büros hin, dass wir sowas wie einen kleinen Lärmschutz haben. So, einfach hier. Und hier unten sind dann die Wohnungen. Die werden trotzdem noch betroffen sein von gewissen Lärmemissionen. Aber das dürfte nicht mehr ganz so massiv sein. So, Wässerchen kriegen sie auch gleich. Ja, brauchen sie auch. Hier mal rüber, hier mal hoch, dann hier mal zurück. Und hier das Ganze noch so. Und hier runter. Wir bauen schon mal auf Vorrat ein bisschen, würde ich vorschlagen. Denn was wir haben, das haben wir. Okay, den Zipfel lassen wir, da könnt ihr sicher sein, da wird wahrscheinlich dann das wichtigste Haus stehen. Und als erstes dann reklamieren, dass sie eben keine Heizung haben und kein Wasser. Jetzt brauchen wir hier aber schon wieder den Winterdienst. Da, tatsächlich. Wir haben doch hier, räumt mal. Da ist gerade einer unterwegs. Hier, hier muss der hoch. Nein. Ja, dafür müssen sie erst auf die Autobahn und dann hier wieder runter. Das ist natürlich auch wieder wahr. Hier haben wir nochmal so einen Pfad, Kollegen.
da gleich nochmal. Also die Menge, die wir brauchen, haben wir. Aber eben, sie müssten jetzt halt hier auch noch was machen. Sonst kracht es hier dann wahrscheinlich relativ bald. Guck mal, die rutschen doch schon. Das ist ja cool gemacht. Kann ich den? Nein, kann ich nicht. Es wäre halt schön, wenn man den, wenn ich den so nehme, dass ich dem zuweise, dass er hier eine Priorität hat, wenn er selber nicht merkt. Aber eben, sie müssen halt zuerst auf die Autobahn. Und irgendwo raus, oder hier vorne raus, ja, das wird natürlich schwierig. Sonst müssten sie den Bereich halt sperren. Dann wäre hier die Ausfahrt zuerst mal gesperrt. Aber ja, gut. Soweit, das ist eigentlich gar nicht unser Problem. Das ist das Problem von denen, die hier arbeiten. Da müssen sie halt sich was einfallen lassen, wie sie da hinkommen. Gut, die waren immer schön dran vorbei. Immerhin, das machen sie konsequent. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Hier aus dem verschneiten Mount Heisi. Ja, ich denke, wir haben hier noch gewissen Bedarf an Expansion. Sagen wir es mal so. Die haben Bedarf an Arbeitskräften. Die werden sie kriegen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.